Also, Grimmel ist ein Event passiert Leistung, speziell für das Thema Investoren und Exkursion. Es ist für I-86 eigentlich und wir sind relativ bekannt dafür für komische Registern. 25 ist heiße Vorhaben-Diskussion, die aktuelle Riese ist die Laktose-Allergie, die Folge war Schulkreiser, Österreich üben sich so ein. Warum noch eine Live-Idee? Das Vergleichung für den Topics, das bekannteste Live-System, das ist sehr beeinflusst und steigert. Leute, die sich ein Windows-Desktop anschauen wollen, mit Office arbeiten wollen, die mal ausprobieren wollen. Wir richten uns an Fortschritte und Experten, Leute, die die Windows schon kennen. Software, wir haben kein Open Office, wir haben kein KDE, wir haben starke Windows-Blätter, wir haben weiß, was wir dieses Jahr dadurch mitgeliefert haben. Und das Apple möchte man natürlich auch ein 64-Bit-Kernel haben, ob man das natürlich auch ein 64-Bit-User hat. Wir haben einen Release-Zyklus, der definiert ist, das heißt, wenn man die Roadmap, was steht bei unserem Programm, versuchen alle 3-4 Monate auch zu releasen. Die Vollmut von Topics ist fix, das heißt, man hat einen grafischen Desktop und standardmäßig auf einer Konsole. Das heißt, man wird nichts auf Wunsch, sowohl mit Funktion als auch am laufenden System. Aber die Voll die Flavors, also die Geschmacksrichtung von Topics sind erst Deutsch-Englisch, nur ein minimaler Unterschied, versus Marianne für Filmes, die Hunderte etc. Wir haben drei verschiedene Varianten, das ist Nummer, Nummer B und Nummer 2. Und die jeweils sind 264 Bit Audio. Und zu den Geschmacksrichtungen gibt es. Es gibt bei uns das Nummer, beziehungsweise das Nummer 64 Bit Version. Das ist ein rund 700 MB. Wir haben mit den Paketen, wir
Standardsystem. Systeme ist für integrative Schädelwirtschaft verwendet. Mehr verwendet von der Wirtschaft. Die Zwischen ist leider standardmäßig ganz schlecht konfiguriert. Wer hier startet und nicht eine Konfiguration hat, der wird einfach weglaufen. Wir haben die gut vorkonfiguriert, das heißt für den für diejenigen, die der Konsole bei den alle Möglichkeiten, die es gibt, ausgibt. Es ist ja Befehle von der ersten Hilfe.
aufs Zweite wechseln und dort einmal ändern, liest man diese automatische History ein, kann man automatisch die Fehler von anderen Stellen verwenden. Caching sehen wir auch gleich im Praxis-Einsatz mit einem Feature kombiniert, das ermöglicht, dass man ein Verzeichnis oder ein Kurzschlüssel verfügbar macht. Das heißt, du hast Docs zum Beispiel hat man mit Tilde-Doc verfügbar. Man kann einfach konfigurieren und liefern das auch gleich für ein paar sinnvolle Defaults aus. Ich kann es genau nicht tun, ich
Ich habe gesagt, dass die Kombi schlecht ist. Deswegen ist ein Beispiel des Swift-Mail, wo die von ihr egal. Minus minus a, du bist du sie auf 148 Possibilities. Da haben wir eine Menge. Das heißt, da kann man schon wunderbar mitmachen. Mit Tabulat bzw. auf die Cursor-Keys aber nur gehen und sieht auch mal die Bescheidung dabei. Deswegen ist ein gutes Beispiel, weil es sehr viele Möglichkeiten und Optionen gibt es natürlich für ganz kleine Tools auch. Insert-Last Word und Insert-Last Typed Word. Escape-Punkt ist auch in anderen Shells zur Verfügung. Da kann man jetzt das letzte Wort aus der letzten Anwendung einfügen. Viel praktischer Insert-Last Typed Word. Escape-Punkt. Wir haben jetzt ein Beispiel. Thank you.
ist der Interpretierende Tor.
Theorien, das heißt, wer nicht nur ein Netz nicht hat, sondern auch kein Motor für den Serial-Nutzungsrelevant, wir haben hier voll englische Settings, auch wenn das jemand vielleicht anders kennt. Wenn wir zwei Schiffe unterschicken, dann wollen wir meistens deutsche Sprachsettings, wenn sie Deutschland verbindet, unser Original ist Englisch, das heißt, englische Signale auch englische Logos. Wer es nicht will, landet es gleich. Ja, und kurz zu den Tools. Immer die Bootstrap, die würde ich jetzt neben stellen. Würde ich warum? Das installiert das laufende Grimmel-System, weil das ist kein gewöhnliches System, sondern es installiert wirklich ein Leben gemäß die Bootstrap. Das ist ein Wrapper drumherum, das heißt, wir haben Bootmanager und den ganzen Kram der Einrichtung haben wir automatisiert. Das ist also die Deployment für VMware, die jetzt den Leben installiert. Wir haben ein eigenes System namens Grimmel Live als Betriebssystem. Das Grimmel Live baut auf die originalen Tools, die wir veröffentlichen. Das heißt nicht nur die Tool, mit denen wir testen und Prototypen rausbringen, sondern das ist jetzt wirklich unser Tool, mit dem wir die offiziellen Release machen. Das basiert auf Five, Thomas Lange, der mehr auf Fosco ist. Five Tool Automatization, das heißt, wir haben einen sehr klassifizierten Ansatz. Brauchen das quasi das Bildsystem. Wir haben also Grimmel-Basiskasten definiert, die definieren, was ist ein Grimmel und das ist ein Mediensystem für uns und bauen daraus ausgehend quasi die weitere Konfiguration, Grimmel-Small, Grimmel-Medium und Grimmel-Full, unsere IP-Source. Dieses Klassenbasierte ist deswegen so schön, weil man ganz einfach eine eigene Klasse hinzufügen kann, die eigene Hust ausführt, wenn man es möchte, oder einfach nur eine Paketliste. Das heißt, es ist eine Datei, da steht nichts anderes als das App. Wird auch schon genau diese Software-Auswahl installiert. Und weil es automatisiert ist, bauen wir damit auch Daily-Snapshots. Das heißt, von uns gibt es nicht die Grimmel-Release, die offiziell die alle 3-4 Monate rauskommen, sondern wir bauen jeden Tag 18 ISOs voll automatisiert. Also wir bauen ein Grimmel-Small für IS-86, 64 und das gleiche für
Das
Ausbeispiel.
Warum gibt es dann noch Rüttelbrust? Das ist vielleicht die Frage, das habe ich auch schon bei anderen häufiger gestellt, eine Frage. Rüttelbrust geht dann Multiboot. Das heißt, er kann mehrere Rüttelbrust annehmen und er konfiguriert das automatisch, dass mehr Rüttelbrust gebootet werden können. Es ist auch noch nicht praktisch. Das heißt, existierende Daten auf Rüttelbrust ist ja nicht geschottet. Das ist natürlich eine Idee schon der Frage. Und bei Rüttelbrust kann man auch die Butterbrunnen anpassen, etc. Wir als Entwickler, wie das Tool ausliefert, natürlich viel mehr Möglichkeiten schaffen, als man mit einem einfachen Bedingungen, das bei den anderen Software-Politik schreibt, dann zur Verfügung hat. Das ist aber mit dem nächsten Release, der wirklich einen Recovery-Fall hat und keine USB-Stick gut hat, man muss trotzdem eine Partition sehr richtig setzen, damit das auch eine gute klappt, mit der auch direkt. Hier, für die Leute, die es mittlerweile schon cool finden und die Source-List vielleicht etwas anpacken, ein Hinweis, wir bei den Source-List-D Verzeichnisansatz nehmen, das heißt, wir darunter dann eine Integrierung bzw. Debian.
Aber
Ah.